Das ist der Adidas Torfabrik Top Trainingsball, den es auch 2015, 2016 wieder gibt. Mit dem Torfabrik Top Training gibt es, wie der Name schon sagt, den Trainingsball der Torfabrik-Linie. Gehalten ist der Ball natürlich im Design der Saison 2015, 2016. Ausgestattet mit einem speziellen schwarz-weißen Kombination. Das handelt sich dabei um eine Sonderfarbe des Adidas Torfabrik-Balls. Als Konstruktion des Spielsballs oder als Konstruktion des Trainingsballes kommt dabei die gleiche Panelform zum Einsatz, die auch beim offiziellen Spielball zum Einsatz kommt. Das heißt, die gleich großen Panelelemente sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Balles, für eine stabile Flugbahn und für eine gute Ballbeschleunigung. Der Trainingsball hat geklebte Nähte, das heißt, es kann keine Feuchtigkeit in den Ball eindringen, was die Lebensdauer des Balles erhöht. Und einer der Hauptunterschiede zwischen dem Torfabrik Top Training, so wie er hier ist, und dem Spielball ist die Oberfläche. Der Top Trainingsball Torfabrik hat eine speziell beschichtete Oberfläche, besonders strapazierfähig und ist damit für den permanenten Trainingsbetrieb gedacht. Selbstverständlich kommt der Torfabrik Top Training als offizieller Bundesliga-Ball mit dem DFL-Logo. Das ist ein Ball, der FIFA Quality Approved ist, was sich auch am Logo nochmal hier unten wieder zeichnet. Und dann bekommt ihr den Torfabrikball Top Training mit einem neuen Design für die komplette Saison 2015-2016 für euren Trainingseinsatz. Neben diesem weiß-schwarzen Special-Look im weißen Design gibt es den Ball auch in der offiziellen Farbkombination. Dann ist der Ball weiß-orange-rot. Beide Bälle sind von der Konstruktion identisch und unterscheiden sich ausschließlich vom Design. Setzt ihr auf den Adidas Torfabrik Top Training, lasst mich über die Comments wissen, wie ihr den Ball findet.